Was passiert, wenn man einen Counter-Strike-Terroristen mit einem Vampir kreuzt? Es entsteht Nosgoth. Nosgoth ist ein kommender Free-to-Play-Online-Taktik-Shooter aus dem Haus Square Enix und in dem man entweder als Vampir oder als menschlicher Vampirjäger gegeneinander antritt. Das Spiel wurde als Closed Beta auf Steam am 26. März 2014 veröffentlicht und kostet aktuell noch so circa 3 Euro, um sofortigen Zutritt zu erlangen. Ab Winter 2014 soll das Spiel in die Open Beta übergehen und danach weiter als Free-to-Play-Titel existieren. Grafisch baut das Spiel auf die Unreal Engine 3. Mit Nosgoth belebt Square Enix eine epische Geschichte zu neuem Leben. Das Spiel ist nämlich in dem für ältere PC-Spieler bekannten Szenario von der Action-Adventure-Reihe Legacy of Kain beheimatet, welches jüngeren Spielern einfach dargestellt als Zelda für Erwachsene beschrieben werden kann. In einer Zeitlinie aus Legacy of Kain hat Kain, ein Vampir, es geschafft, die Menschen zu erobern und mit seinen Vampir-Abkömmlingen zu beherrschen. Die Menschen werden als Sklaven und Futter nur noch wie Vieh am Leben gelassen. Nosgoth dient als Spin-off der Legacy of Kain-Serie und zeigt, wie die Rebellion der Menschen gegen die Vampire abläuft. Wenn man das Spiel zum ersten Mal startet, bietet sich an, das Tutorial durchzuspielen. Dieses bringt einem die Steuerung und Feinheiten sowohl für die menschlichen Jäger wie auch die Vampire bei. Im Anschluss kann man sich direkt in einen 4 gegen 4 Kampf stürzen. Dabei bietet die Teambildung direkt für Anfänger bis Level 10 ein eigenes Matchmaking an, um zu verhindern, gleich gegen Veteranen anzutreten. Nachdem man den ersten 4 gegen 4 Kampf geschafft hat, kann man auch in den unbeschränkten 4 gegen 4 Kampf auf Wunsch sich matchen lassen. Später steht noch ein Belagerungsmodus zur Verfügung. Wird nun eine Schlacht gestartet, landet man zufällig mit 3 weiteren Personen oder Freunden entweder auf der Menschenseite oder der Vampirseite. Auf der Seite stehen dann auch noch verschiedene Klassen zur Verfügung. Zum Beispiel haben die Vampire zu Beginn den Reaver und den Tyrant zur Auswahl. Der Reaver ist eine Art schneller Assassine mit der Spezialfähigkeit, aus großer Entfernung einem menschlichen Gegner direkt anzuspringen. Der Tyrant ist eine Art Tank, der mit einem mächtigen Bodycheck alle Menschen aus dem Weg räumt. Auf der Menschenseite sind auch besondere Klassen vertreten. Der Hunter und der Alchemist. Der Hunter ist mit einer Schnellfeuerarmbrust ausgestattet und kann Explosivbolzen abschießen, wogegen der Alchemist die Gegner mit einem Granatwerfer bekämpft. Für eine bestimmte Menge an Levelaufstiegen des Spielers kann er sich eine neue Klasse mit neuen Spezialfähigkeiten für die Kämpfe auswählen. Zum Beispiel gibt es auf Seiten der Vampire eine Klasse, die fliegen kann, womit auch der Himmel beobachtet werden muss, wenn man als Mensch unterwegs ist. Wurde nun eine Klasse ausgewählt, dann beginnt das Spiel. Jedes Spiel geht 2 Runden lang. In der ersten Runde ist man entweder Mensch oder Vampir und in der zweiten Runde wechseln die Teams die Seite und werden eventuell vom Jäger zum Gejagten. Eine Runde geht immer so lang, bis ein Team 30 Abschüsse gemacht hat oder die Zeit abgelaufen ist. Die große Besonderheit an Nosgoth ist die Spielweise der beiden Parteien. Als Vampire spielt man ähnlich wie in dem bekannten Action-Adventure Assassin's Creed. Das heißt, man kann Wände emporklettern und muss per Nahkampf Hack and Slay den Gegner besiegen. Als Menschen spielt sich das Spiel eher wie ein Third-Person-Shooter. In beiden Fällen ist es aber essentiell für den Sieg, dass das Team zusammenbleibt. Einzeln herumlaufende Menschen sind leichte Opfer für Vampire, wobei eine kompakt verteidigende Gruppe von Menschen einen Vampiransturm deutlich schwieriger macht. Falls man verletzt wird, kann man sich als Vampir an einem getöteten Menschen laben oder als Mensch an einem besonderen Schrein wieder auffüllen. Nach einem Spiel erhält man immer Erfahrungspunkte und Gold. Durch Levelaufstiege schaltet man neue Spielmodi frei und erhält Artefakte, die gegen eine neue zusätzliche Klasse eingetauscht werden können. Gold kann im Itemshop für viele nützliche Dinge eingesetzt werden, wie neue Fähigkeiten für die einzelnen Klassen. Das Free-to-Play-System ist bisher sehr gut designt. Für das Gold, welches man sich erspielen kann, kann man sich neue Waffen sowie Skills für seine Klassen kaufen und diese somit dem Spielstil weiter anpassen. Das einzige, was man sich nicht erspielen kann, sind temporäre Boosts für XP oder Skins für die einzelnen Klassen. Es passiert nicht oft, dass ich mich zwingen muss, beim Testen irgendwann aufzuhören. Das spricht extrem für Nosgoth, besonders da ich persönlich kein Shooter-Fan bin. Aber das atmosphärische Szenario, der Mix aus Teamplay, Shooter und Action-Adventure und die noch kommenden Möglichkeiten des Craftings oder der verschiedenen Karten und Veränderungsmöglichkeiten an den Klassen haben mich in ihren Bann gezogen. Es macht unglaublich viel Spaß, mit einem Reaver auf ein Häuserdach zu klettern, die Menschen aus sicherer Entfernung zu beobachten, um dann sich anzuschleichen und zuzuschlagen. Und selbst die Menschenseite hat richtig coole Fähigkeiten, mit denen man sich auch des schleichenden Reapers gut entledigen kann. Wenn ich 4 Leute hätte, die ähnlich darüber denken würden, wäre das nächste Let's Play-Projekt gesichert, aber leider kenne ich keinen.